entschieden zurücklegen, zurückweisen. Da glaube ich, ist auch sehr, habe ich auch nicht anders erwartet. Das dürfen wir nicht. Und wir haben, was Putin anbelangt, und seine Aggression und seine Absichten natürlich Fehler gemacht. Das, glaube ich, meint der ukrainische Präsident. Also da sind Fehler gemacht worden. Das meint er zu Recht. Das heißt also, der Fehler liegt vor allem dann bei den Russen, bei den putinschen Russen und eben nicht bei der NATO-Osterweiterung, wie Sie manchmal sagen. Ja Gott, die NATO-Osterweiterung, da muss ich ja gar nicht jetzt meine eigene Meinung in den Vordergrund rücken. Der jetzige CIA-Chef hat ja gesagt, dass das unnötige Provokationen sind. Nein. Und, ja doch, hat er gesagt, das ist überprüfbar, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. So, diese unnötigen Provokationen haben wir ja ständig wiederholt. Und wer heute also über die Situation in der Ukraine spricht, ohne die NATO-Osterweiterung, ohne die Vorgeschichte. Ich selbst war Zeuge 1990, als Baker zu mir gesagt hat, wir werden die NATO-Osterweiterung nicht vornehmen. Man hat einfach das Wort gebrochen. Und ein Wortbruch ist nie Grundlage für den Frieden. Aber es geht gar nicht so sehr um die NATO-Osterweiterung. Kommen wir auf den Kern. Moment, es geht um den Kern. Das sind Kurzstreckenraketen an der Grenze einer Atommacht. Das ist ein solches Risiko, ein solcher Wahnsinn, dass man das nicht machen darf. Und darum geht es. Wird ja ständig immer dran vorbeigeredet. Wir dürfen nicht zulassen, dass immer mehr Kurzstreckenraketen ohne Vorwartzeit, womöglich noch mit Atomraketen an der Grenze zu Russland stationiert werden. Das ist die große Sorge der Russen und da haben Sie völlig recht. Jetzt sind Sie von der Vergangenheit gleich in die Gegenwart gesprungen und sagen das, was sozusagen jetzt vielleicht gedacht wird, dass man nämlich in den baltischen Ländern, Herr Röttgen, in Polen und natürlich auch in den mittelosteuropäischen Ländern die NATO-Kräfte verstärkt. Wäre das also nach der Leseart die nächste Provokation? Nein, es war auch keine Provokation, sondern es war der Freiheits- und der Sicherheitswunsch eigenständiger, neu entstandener Staaten, die 1990 ja noch gar nicht existierten als eigenständige Staaten, wie die baltischen Staaten zum Beispiel. Nein, also diese Staaten, die haben nicht die Wahl zwischen verschiedenen Hegemonen, sondern die sind einfach in Freiheit, aber nur, wenn sie sich dem Westen zuwenden. Wenn sie sich Russland zuwenden, dann antworten wir mit Putschversuchen und Sanktionen. Oder die Teil des Warschauer Paktes waren wie Polen. Der Kollaps der Sowjetunion, des Warschauer Paktes, kam später. Es entstanden eigenständige, freie Staaten außerhalb des Militärbündnisses. Und die haben ein Bedürfnis gehabt. Nämlich sie suchten den Schutz vor Russland durch die NATO. Und was heute wäre, wenn Litauen, Estland und... Sie suchten den Schutz vor Russland durch die NATO. Was ist mit den Staaten, die den Schutz vor der NATO durch Russland gesucht haben? Die sind natürlich ganz böse, die müssen wir wegsanktionieren. Oder beziehungsweise die müssen wir angreifen, weil die halt die Bösen sind. Man denke beispielsweise an das mit Russland verbündete Serbien. Oder man denke an Armenien, wo das immer mehr von seinem Nachbarn Aserbaidschan bedroht wird. Aserbaidschan wird aber vom Westen immer weiter hochgerüstet, damit das ja auch hier eine neue Front gegen Russland eröffnen kann im Zweifelsfall. Und gegen den Iran. Armenien ist ja auch noch mit dem Iran verbündet. Lettland nicht NATO-Mitglieder wären, dann wären sie genau derselben Drohung ausgesetzt, vielleicht dem Krieg ausgesetzt, den heute Putin gegen die Ukraine führt. Sind wir wieder? Genau, das haben wir, also Röttgen schreibt es im Grunde genommen richtig, nur müsste man das, was er hier nur auf Russland anwendet, universell beschreiben. Also Länder wie Serbien, die waren ja durchaus mit Krieg von Seiten der NATO konfrontiert. Also die wurden ja von der NATO völkerrechtswidrig angegriffen. Widersprechen Sie da, das ist nämlich wichtig. Darum glaube ich, es geht gar nicht um wirklich kein Programm der NATO-Osterweiterung, sondern es geht um die freie Entscheidung neuer, freier Staaten. Ja. Bullshit. Die Ukrainer haben sich 2014 nicht frei dazu entschieden, dass ihre Regierung weggeputscht wird und dann Bürgerkrieg beginnt. Da gab es jetzt keine Volksabstimmung in der Ukraine. Vielleicht habe ich die auch verpasst.